Für den Soldat nicht getötet, doch sie haben mich bestraft. Das geht raus an all die Spießer, meine Story, sie ist wahr. Hab Erfahrungen geschildert, sie verbieten dir den Mund. Liste A für meine Weisheit, doch die Welt, sie ist nicht bunt. Sondern schwarz wie die Albträume, in der Nacht, wenn ihr nicht schlaf. Ich war mitten in der Krise und beging dort meine Tat. Hab die Aufträge erfüllt, zu denen ihr mich geschickt habt. Irgendwann war es zu viel, ihr versteht's nicht, ihr wart nicht da. Ich ging an dem Scheiß kaputt, doch euch interessiert es nicht. Ich kam wieder aus der Krise, doch verlor dort mein Gesicht. Unterstützung gab es nicht, nur den Zoll für den Auftrag. Kurz darauf wurde ich gemietet vom geliebten Vaterstaat. Lass mich fallen in ein Loch, leugnet meine Existenz. Kämpft mit allem, was ihr habt, gegen meine Prominenz. Die Gedanken, die sind frei und ihr könnt sie mir nicht nehmen. Ich werd weiter mein Ding machen und der Welt davon erzählen. Warum seht ihr es nicht ein? Irgendetwas läuft hier schief. Doch nicht ich bin hier der Fehler, sondern der, der es nicht sieht. Zwischen uns sind Dinge alt, die unser Land doch nichts angehen. Führen Krieg im Nahen Osten, weil sich alles ums Öl dreht. Doch wir kämpfen nicht für uns, sondern für Amerika. Schicken deutsche Garnisonen direkt in ihr eigenes Grab. Werden damit trotzdem schreiben für das nächste Attentat. Ja, mich würde interessieren, was ihr den Familien sagt. Wieder ein Soldat gefallen, nein, kapieren tut ihr nicht. Doch ihr sendet weiter Truppen, noch ein Ende nicht in Sicht. Sind vor Attentäterin, ins Krankenhaus liegt in die Luft. Unser Tote sind geborgen, doch von oben kommt kein Druck. Ich war einer der Soldaten, die man fallen gelassen hat. Kämpfte immer an der Front, ein Mann am Meer, ich war Soldat. Häkenschüsse, Schock auf Köpfe, Köpfe platzen nach dem Schuss. Eine Riesenschweinerei, ich frag nicht mehr, das tut man tot. Außer Einsatz fährt der Basis bei der Einheit auf 5 Mann. Offiziell nur Missionare, denn nur so kam man voran. Hinter die feindliche Linie und die Gegner infiltrieren. Ausgerüstet mit AKs, ganze Dörfer liquidieren. Und nach außen sieht es aus, als wär ein interner Konflikt. Dabei waren wir Mäusche, Mörder, hab ich mein Endkeim erstickt. Hier des Baus, so hieß der Auftrag, sei von uns aus zu radieren. Denn es könnte sein, dass sie mit unserem Feind sympathisieren. Jung und alt spielt keine Rolle, so wie Frau oder auch Mann. Feind ist Feind und wird Feind bleiben, so gewöhnt man sich halt dran. 100 Einsätze gehabt, meine Psyche ging kaputt. Und ich fragte meinen Bundesverteidigungsminister Jung, ob er mich entlassen würde, wenn ich hier dem nicht mehr stand. Doch von oben keine Rettung, kurz darauf war ich verbrannt. Meine Einheit abgezogen, doch mich ließen sie zurück. So wird das nun mal geregelt, wenn es nicht dich wirklich gibt. Mitten in dem Feindgebiet und keiner hörte mein Funkspruch. Ganz im Gegenteil, meine Tarnung wurde war entpuppt. Nur der Waffe konnte ich trauen, die Regierung ließ mich fallen. Und ich habe mir geschworen, irgendwann wird sie bezahlt. Ich hab in ihrem Namen illegale Einsätze gemacht. Alles zum Wohl unseres Landes, wo haben sie es verpackt? Menschenrechte war egal, die Konventionen zählten nicht. So wie damals Völkermord in Ruanda 94. Über 1 Million Menschen wurden einfach ausgelöscht. In 2 Monaten die UNO sah es nicht als ihr Geschäft. Einzugreifen in die Krise, sie nannten es Bürgerkrieg. Ja, sie wussten halt, dass es dort keine Bodenschätze gibt. Also war es nicht notwendig und sie ließen es geschehen. Ein Soldat sein ist nichts Schönes, denn du handelst nach Befehl. Die Regierung ist korrupt, ja, sie ist die größte Mafia. Und verweigerst du Gehorsam, bist du nicht mehr lange da. We'll be right back.